So, hier ist immer wieder bei Isaac, und da ich nicht so viel Zeit habe, spielen wir The Tank, obwohl das der langsamste Run ist, oder die langsamste Challenge, aber sie geht nur bis Mutter, deswegen hoffe ich, dass es möglich ist. The Tank, man ist Maggie, man ist langsam, aber man hat halt viel HP und kann viel Schaden verkraften und so. Oh, dass wir Sachen kaputt machen konnten, wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Scheint aber diese Thunder Thighs. Thunder Thighs. Okay. Natürlich werden wir uns wieder um alles kümmern, um möglichst viel aus den Ebenen rauszuholen. Außer Challenge. Boss Rush, aber da wir sowieso nichts freischalten können, außer der eigentlichen Challenge, ist es vollkommen egal. So, eigentlich kann man so machen, denn hier hinstellen und warten, dass die alle reinlaufen. Machen sich auch alle Steine kaputt, weil wenn man das schon hat, dann will man auch einen Schwarzmarkt kriegen. Und Money. Money, Money, Money. Ja, ein Speed-Up wäre ganz gut. Ich denke mal, das ist selbstverständlich bei einer Challenge, die The Tank heißt. Und Panzer sind ja meistens nicht dafür bekannt, schnell zu sein. Ich würde dich gern tot haben und dich auch. Wir können uns wieder auffüllen. Tanknachfüllung. Ihr kommt mir ein bisschen zu schnell auf mich zu. Okay, ich, keine Ahnung. Gibt's irgendwas zu sagen? Montag ist vorbei. Schule. Hab wieder einen halbwegs normalen Lauf. Man gewöhnt sich langsam wieder an die Schule. Auch wenn es immer noch schlimm ist. Ja, ich finde sie nicht so schlimm. Ich mag Schule. Oder ich mag lernen, besser gesagt. Ich mag Wissen. Glaube ich am besten, ich mag Wissen. Würde am genauesten zutreffen. Pin. Easy peasy, lemon squeezy. Sollte easy peasy, lemon squeezy sein. Ich sollte aufhören, dieses easy peasy, lemon squeezy zu sagen, denn wir sind ein Panzer und Panzer sind männlich und lemon squeezy ist nicht männlich. Übrigens habe ich keine Ahnung, woher das kommt oder... Ja. Squeezy wäre jetzt zum Beispiel ein gutes Item, wenn wir schon über Lemon Squeezy reden. Okay, ich habe gedacht, du würdest mich treffen. Schlüssel. Besser als nichts und ein kleineres Look-Upgrade. Jetzt habe ich das schon aufgesammelt, was ich eigentlich noch nicht hätte machen dürfen sollen. Tun. Egal. Wir machen einfach weiter. Maggie, warum bist du so lahm? Warum musst du Thunder Thighs mitnehmen? Warum musst du Lard mitnehmen? Und so Zeug. Ah, wir können ja hier die Steine kaputt machen. Geh weg. Geht kaputt. Alles ist praktisch. Also ich... Was eigentlich ganz cool gemacht worden wäre... Okay, die Steine da machen wir nicht kaputt, das ist mir zu viel Stress. Aber hier können wir reinschauen. Wenn hier der Geheimraum ist. Und er war natürlich nicht da. Ja, ne? Oh, vielleicht kriegen wir hier noch einen... Kein Nickel. Schade. Naja. Daran ändern können wir nichts, außer... Wir schauen ja trotzdem einfach mal rein. Oh. Wir könnten, hätten sowas kaufen können, aber es ist schlecht. Also. Ja. Ein Herz nehmen wir immer mit für Teufelsdeals. War da eine Bombe? Ich habe gar nicht drauf aufgepasst. Nein. Okay. Nix. Nix zu sehen, man kann weitergehen. Ja. So läuft es immer.
Mikrofon hängt schief, aber egal. Wir könnten alles rerollen. Und ja. Du hast zu sagen, was ich so mache, außer Zocken. Schule, Schulzeug, Anmeldungen, privates Zeug. Stamp, 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 stamp. Okay. Also, Basche. Ich weiß, was ihr zu tun habt. Und zwar. Belt. Oh, danke. Ja, ich glaube, das ist der Sinn von der Challenge, dass man einfach gucken soll. Auf die Challenge. Dass man keinen Schaden nimmt. Alles kaputt machen. Einfach alles. Okay, mein Commentary ist richtig nach. Oh, dann können wir die hier nicht kaputt machen. Wir sind ein Panzer, wir können dadurch. Das ist. Das ist nicht fair. Ein Panzer kommt auch über Stahl. Kistenblöcke Dinger rüber. Hey, wir haben hier ein bisschen Vorteil. You can't handle me. Money, das ist gut. Vielleicht kriegen wir noch den Schopf. Der dann auch was bringt. Und ja, ich werde mir die Mühe machen, alle Steine kaputt zu machen. Das ist cool von euch. Und Spikes, was macht ihr so? Außer rumstehen. Fuck. Ah, ja, Nickel haben wir dafür gekriegt. Und Glisch, keine Ahnung, wie er ihn nennt. Ich weiß, dass die anderen Klotti heißen. Kleinen Fleischklümpchen. Fleischklümpchen. Ja, passt schon. Ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, 20 Cent ist doch gut. Diese Häufchen machen uns auch kein Problem. Also ich krieg Thunder Thighs und Leo, falls ich den überhaupt schon hab. Ich glaube, den muss man gar nicht freischalten, also natürlich habe ich den nun schon. Auf jeden Fall, ich krieg die immer sau selten, oder zumindest kriege ich sie immer dann, wenn sie am unnötigsten sind, auf The Chest und so. Nicht, dass wir schon auf The Chest wären. Wir können aber zu Isaac. Zum The Lamb. The Lamb. Weil wir jetzt das Negativ eingeschaltet haben, dank Lazarus. Vom letzten Rang. Vom letzten Run. Ruhen. Ich spoilere einfach immer meine eigenen Videos, weil. Ganz ehrlich. Ist doch egal. Schaut euch die Videos in Reihenfolge an. Ein Damage-Up ist nett. Ein Tanker. Ein Panzer macht viel Schaden. Wollen wir fliegen und Spectral Tears mitnehmen? Wir kommen doch eh durch über alles, aber Schluchten könnten ein Problem sein. Ach komm. Scary. Wir haben so viele Herzcontainer. Ach, wir nehmen das auch einfach mit. Wir haben sowieso nichts anderes. Ich hätte gedacht, das ist die schnellste Challenge, weil wir eben so nur bis zur Mutter müssen, aber wir sind doch ein bisschen lahm. Aber vielleicht ändert sich das alles noch, wenn wir so ein paar Speed-Ups und so mitkriegen. Okay, also warte mal, da können wir Sachen rerollen, was ich vielleicht sogar mache, aber nur vor the Lulz. Steam Cell und 1 plus 1 ist für immer gewartet. Das ist gut. Bombe können wir auch mitnehmen. Für Geheimräume. Der hier zum Beispiel sein könnte. Fuck. Ist er hier unten? Wir gehen erstmal in den Reroll-Raum. Dann schauen wir weiter. Ja. Gehen wir einfach mal ein bisschen. Ich sag zwar immer, dass ich nicht so viel von Glücksspiel in Isaac halte. Auch nicht in echt. Aber ich spiele bis 15 Cent und dann. Mach mal die kaputt. So. Ja, du bist jetzt eh tot.
Und, ah, das ist doch die Bilder aus dem Shop, dann können wir sogar wissen, ob wir sie kaufen sollten oder nicht. Aber jetzt will ich überprüfen, ob es wirklich die Pille war. Nein, war sie nicht. Range up und Paralysis. Paralysis ist nicht gut. Aber der Geheimraum könnte noch hier sein. Könnte hier sein. Da ist er aber nicht. Wo ist er denn? Ui. Uiuiui, es ist nicht möglich, ey. Ja, dann muss er hier sein. Aber ist er nicht eigentlich immer nicht nah am Boss? Egal. Das ist nett. Das ist auch nett. Und die Pilze sollte man nicht kaputt machen, da böse Explosionen und so. Aber wir können nach dem Supergeheimraum gucken, der hier sein könnte. Es war eine 50-50-Chance, also hätte an beiden Stellen sein können. Ist nicht meine Schuld. Guppy's Tail. Das ist gut, denn selbst wenn wir eine Kiste öffnen, ist die Chance groß, dass ein Schlüssel drin ist. Und wenn ein Schlüssel drin ist, kriegen wir zu 100% einen Doppelschlüssel raus. Das ist toll. Jetzt sind wir in der Caves. Endlich mal. Sup. Tot. You got dead. Achievement unlocked, dead. Hopp. Wow. Ein Toll. Ich finde, wenn man mit dem Ding nicht trifft, sollte man eine zweite Chance bekommen. Ehrlich gesagt, bleiben wir aber einfach beim Herzen. Viele Leute werden jetzt sagen, Alter, bist du denn nervig? Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, für die Zuschauer wäre es wahrscheinlich wirklich besser, dass ich das Ding mitnehme. Bob's Rotten Head. Weil ich dann ein paar Bosse schneller killen kann. Und das wäre ganz gut, denn ihr wollt nicht in der ewig lange Runde sehen. Telepille. Und ja, Bosse schneller töten ist, denke ich mal, eine ganz gute Sache in einem Spiel, bei dem es sowieso schon 40 Minuten Folgen sind. Außer bei Leuten, die ihre Parts spalten. Von denen ich auch keinen mehr kenne, weil Zombie macht ja auch jetzt so. Northern, die ganzen Amerikaner machen es eh so. Und der Einzige, der das machen würde, wäre Mordado, aber der spielt ja in letzter Zeit gar nicht mehr viel. Deswegen, jo. Ich habe da eben so Steine gesehen, die habe ich nicht vergessen, die hole ich vielleicht später noch. Wattlickers, ne? Die elende Krätze. Das ist viel Geld. Jo, 60 Cent. Hey, guck mal, bist vergiftet. Und ich bin zu langsam, um dir auszuweichen. Kannst du bitte ein bisschen weiter hinten aufhören zu chargen? Ich hoffe auf die Seite. Schön verfehlt mit den ganzen Schüssen. Das war dumm. Falls uns der Teufel ein Ding anbietet, wisst schon, Silberherzen, die können wir trotzdem noch nehmen. Ich finde, der Dark One und der andere, wie heißt denn der? Der Bruder von dem, der so Ding hat, der diese Bandagen hat. Den finde ich eigentlich ganz cool vom Design her. Also nicht, wenn ich jetzt Design sage, die gehen einfach so rein. Ja, ich habe gehofft, vielleicht immer Guppy's Head, Guppy's Ding. Mit zwei anderen Guppy-Items, da hat er nichts mitgenommen. Mit den Bandagen. Ja, den anderen Busch, der so ähnlich aussieht wie der mit den Bandagen, ist vom, also von der Grafik her, so wie der gemalt ist und so, finde ich den am coolsten. Vom Aussehen her. Genau, Design ist ja eher, wie fair er ist, wie stark er ist, wie ballern. Ob er gut balanciert ist für die Ebenen, auf denen man ihn antrifft.
The Lovers. Und jetzt nehmen wir Corvus' Head mit, denn der ist um einiges besser, um große Monster zu töten. Und ganz ehrlich, komm, wir gehen einfach weiter. Wir haben den Bosskiller dabei. Und auf einer Ebene mit Stuff habe ich keine Lust. Wir hätten noch in den Shop gucken können, aber... Mano! Wir sind zu langsam für solche Gegner. Räume. Typen. Typen tun. Wir können aber uns über Wasser halten. Versteht ihr? Versteht ihr? Weil wir sind über diesen Wasserpfützen. Wir können uns über Wasser halten. Schlagt mich bitte, wenn ihr mich seht. Oh Gott, nein, die schlagen mich noch wirklich. Die Leute, die mich kennen und das hier anschauen, schlagt mich wirklich noch. Das will ich nicht. Das tut mir nämlich weh. Alter. Geld ist kein Problem, aber ein paar Bomben, ein paar Schlüssel. Ja, Speed ist eben trotzdem immer noch ein großes Problem. Ich hab nicht damit gerechnet, dass der mich trifft. Ja, du kommst jetzt ein bisschen spät, mein Freund. Ich habe schon Schaden auf der Ebene genommen, also nehmen wir das am Ende der Ebene wieder mit. Weil, Teufelsstil, nächste Ebene ist wahrscheinlicher als auf diese hier. Und wir schauen natürlich auch direkt in den Shop oder was auch immer das ist. Ich denke mal, das ist der Shop. Eine Bücherei ist unwahrscheinlich. Range-Up mit Bad Trip ist uncool. Fanny Pack höre ich immer, dass es nicht so gut ist und unsere Pillen waren auch bis jetzt nicht so toll. Nö. Also, nee, lass mal. Okay, dead. Ja, ich habe zwar am Anfang gesagt, dass ich alle Steine kaputt machen werde, aber da waren es noch kleine Räume. Und keine so riesen Räume. Und jetzt fange ich trotzdem an, wieder die Steine kaputt zu machen. Das gibt's doch nicht. Ich bin so treu von dem, was ich sage und was ich hier mache. Oh, Synthoil. Gut. Damage und Range Up, Tears Up, irgendwas. Sowas in die Richtung. Gibt's noch was? Goldräume gibt's ja nicht. Ein Reroller könnte es geben oder halt Double Key Room. Aber nee. Wir holen uns einfach das Silberherz noch hier. Und eigentlich auch eine Aufladung. Ich meine, wir haben das Geld. Da ist nix. Ja, dann schauen wir das ein bisschen schneller, diese Runde. Und dann denken sich Leute, ah, der verliert doch eh wieder. Und dann macht man einen coolen Sieg. Ich denke mal, dass Mutter kein großes Problem wird mit Cramp-Uses Head. Wenn wir jetzt nicht wirklich irgendwie richtig schlecht sind auf diesen Ebenen. Auf den letzten Zweien. Okay, es ist Necropolis. Das ist schon mal nicht so prickelnd. Aber Synthoil ist gut. Natürlich sind beide solche Kack-Turret-Dinger. Tourette-Dinger. Sie haben kein Tourette, sie sind Turrets. Sie schießen und bewegen sich nicht. Wie ein Turm beim Schach zum Beispiel. Aber der bewegt sich. Also was labe ich für Müll? Jetzt zweifle ich an meine Existenz. Komm schon. Ich kann doch durch Steine schießen. Warum treffe ich euch nicht? Weil ich so lahm bin. Ach so, ja, ja. Das habe ich vergessen. Alter. Ja. Genau deswegen denke ich auch meistens immer nach, ob ich wirklich Lard oder so mitnehme. Wobei ich Lard bei Rebirth eigentlich meistens immer dann gekriegt habe, wenn es mir nichts bringt. Also wenn ich auf Seelenherz hingehe oder so. Ach, komm her. Gegner, hör auf, von mir wegzurennen. Das war dumm, da hätte man super einfach ausweichen können. Danke. Du Wheel of Fortune. Du bist noch schlechter als das, was ich schon habe. Ja, geh doch. Ja, 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 Schäden kaputt machen macht Spaß. Judgment.
Wenn wir den Teufelsziel kriegen, dann haben wir viel Glück, hoffentlich. Und hoffentlich auch kein Demon Jet. Dämonenbattler, der Lovers schon wieder. Ich brauch dich nicht. Mal gucken, welcher Boss auf dieser Ebene sein wird. Also ehrlich gesagt denke ich, dass dieser Run. Ja, das war ein bisschen uncool. Als geschafft gilt die Challenge. Würde ich mal so sagen. Also sie ist wirklich nicht so schwer. Sie ist nur unglaublich langweilig, langsam. Aber da muss halt jeder mal durch. Boah, nee, ey. Die können auch über die Steine ihre Köpfe werfen. Deswegen bringt mir hier das nichts. Ach komm, warum musst ich... Warum müsstest genau du unter diesem Ding sein? Da wollte ich doch entlang. Alter, ich bin so langsam, dass ich nicht mal... Alter, wie viel da los ist einfach. Feiern da unten eine Party. Ich bleib mal hier oben bei meinem coolen Bro. Dem Gehirn-Dude, der jetzt irgendwie weg ist. Ich frag mich, was mit ihm passiert. Vielleicht musst du ins Krankenhaus. Zu viel Alkohol getrunken. Okay, ich hör auf. Dumme Geschichten aus Isaac Geschehnissen zusammenzuwürfen. Ihr noch kaputt. Also Geld ist okay. Du kannst aufhören, mich zu stalken. Ich habe genug von dir. Hol die Polizei. Und es war alles für nichts. Toll. Ich habe hier ein tolles Grinsen auf meinem Gesicht. Ja. Ach komm schon, dann geh weg. So, willst du noch? Das ist nett. Denn mit dem können wir noch ein bisschen was anfangen. Mit dem hier nicht so. Komm, wir sind doch Brüder. Ich habe auch so eine Maske. Hatte zumindest mal eine. Die ist jetzt irgendwie nicht mehr so da. Okay, das war... Die Maske ist voll uncool. Die hat nichts abgefangen. Ich bin erstaunt, dass ich beim vorherigen Manöver, wo alle drei auf mich zugekommen sind, ich nicht getroffen wurde. Das war... Amazing. Die Pyramide hoffentlich ist keine Telepil. Okay, sie ist nicht so toll. Ja, Fanny Packy, ja. Fanny Pack. Sind ja solche Bauchbeutel-Gürtel-Dinger. Wie auch immer man sie nennt. Auf Deutsch. Ich weiß auch nicht mal mehr, wie man das auf Italienisch nennt. Ich glaube, die benutzt eh kein Mensch mehr, außer Rentner, die auf Kaffeefahrt gehen. Es ist Kaffeefahrt, wenn die so Busse mieten, damit dann durch die Dörfer cruisen und jede Torte probieren. Dreimal. Oh Gott, wie schnell seid ihr? Not cool. Warum müssen die da kaputt gehen? Ja, Explosive Diarrhea. Die Bombe. Ich würde gern meine Karte. Okay, und jetzt noch die da, die mich wahrscheinlich treffen werden, wenn ich mich nicht dauerhaft bewege. Oh, nur eine? Das ist gut. Sind wir schon auf den tiefen zweiten? Nein, noch eins. Boah, sind wir lahm. Egal, wer ist der Boss? The Bloat, hä? Kleine Sackfalte, bist fast tot. Bist jetzt tot. Noch ein Damage ab, Alter. Der Tank baut seinen... Okay, das ist Müll. Aber ich nehme es nicht mit. Ich habe gedacht, ich nehme es trotzdem mit, weil ich habe so viel Herz, aber nein. Aber ich benutze dich trotzdem hier mal. Sei ein netter Dude und gib mir was Cooles. Es ist nicht cool, das ist zwar cool, aber nicht cool genug für mich. Es ist nicht cool genug, Alter. Gibt es noch irgendwas? Explosive Diary kann man für den Kampf benutzen und das ist nicht so weit weg. Jupp. So. Können wir vielleicht, keine Ahnung, einen Miniboss einsetzen oder so, der uns auf die Nerven geht?
Und der erste Weg ist der falsche. Wenn man schon eine ewig lange Challenge spielen will, also die man, von der man denkt, dass sie kurz ist, dann geht man den falschen Weg. Denn genau dann endet das Spiel. Vollidiot. Child's Heart. Brauche ich gerade nicht. Ne, ist glaube ich immer noch besser als. Ja, hopp, wenn dann, denn, wenn schon, denn schon. Wir brauchen keine Schlüssel, wir brauchen nichts mehr wirklich, außer die HP, die wir vielleicht verlieren werden. Strength ist gut für den Boss. Oder was bist du? Nochmal Strength ist auch gut für den Boss. Gut, danke. Aha, das heißt, wir könnten... Ich hätte eigentlich den Raum darüber erst machen sollen. Dann hätte ich diesen Raum hier vielleicht mit einer Krampus' Head Brimstone Ladung geschafft. Ohne dass ich hier mich 20 Minuten lang durch alle diese Maden durchschlängeln muss. Du jetzt noch? Ja. Ja, ja. Hm, ja, du noch, du selber tut. Du hast auch noch eine. Ich nehme einfach die Aufladung mit, obwohl wir so viele davon haben. Wenn wir so. Ah, die kann man sicherlich besser benutzen. Und dann, ja. Mach ich den Daumen. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich noch Schaden gekriegt hätte. Wow! Deck of Cards. Das nehmen wir einfach mal mit, ich meine. Und die Karte ist The Joker. Die uns nichts bringt, außer uns zum Joker bringt. Weißt du was? Die machen wir auch einfach jetzt. Ja, das ist ein ganz cooler Deal. Vor allem weil. Warum nicht? Silberherzen sind da, weil sie da sind. Und ich dann nicht keine Lust habe, dann wieder den ganzen Weg zurückzulaufen. Zur Batterie setze ich die auch nicht ein. Dann mach mich dran, diese ekelhaften Leaper manuell zu beseitigen. Stück für Stück würde ich sie selber ausrotten. Den Hermit, der bringt mir gar nichts. Also wenn dieser Weg nicht der Weg zum Boss ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Aua. Wupp, das war Knupp. Knupp war das. Aber was, der lebt immer noch, der Geist? Spooky Go. Jetzt, aber jetzt ist der Boss da. Wo ist, Alter? Dieser Weg ist so lang. Der muss hier sein, der Boss. Ich glaube, dieser Run war... Ich würde mal sagen, dieser Run ist geschafft. Also, keine Möglichkeit, dass Mutter oder uns irgendwelche Räume davor so krass runterheilen würden, dass Krampus' Head plus meinen ziemlich hohen Tränen plus Strength-Karte Mutter nicht besiegen könnte. Außer, doch, es gibt immer eine Chance, denn ich bin kacke, aber ich würde sagen, 95% sind, ist es sicher. Natürlich ist es die falsche. Oh, der Boden formt ein hässliches Herz. Für die hässlichen Babys. Voll gemein. Ich glaube, ich auch nur Stuss im Spiel. Aber eigentlich wollte ich immer in meinen Let's Plays so richtig krasse Themen ansprechen, wie Weltreligion, warum ich sie schlecht finde. Und Zeug wie, keine Ahnung, alt werden und sterben und so richtig krasses Zeug und dann da eben so. Nee, das ist uncool. Weil wenn man sich nicht genau darauf konzentrieren kann. Machen jetzt einfach mit unserer krassen Range kaputt, ey. Ist dead. Und du auch. Voll krass, Digga, ey. What? Okay. Wechseln. So. Strength und... Jop, das war's dann wohl. Mami, du bist tot. Was heißt das? Oh, das erste Mal ist negativ. Yay. Und Challenge geschafft. Rune of Asus. Asus. Asus? Asus PCs.
What's going on here? Egal, ich habe keine Ahnung, was diese Runde macht, aber sie ist jetzt da. Und damit würde ich sagen, war das eine weitere gute Folge, in der wir The Tank gespielt haben. Den Panzer als Maggie. Und der nächste Challenge wird dann Cat Got Your Tongue sein. Weil der praktisch das Gegenteil ist, da muss man schnell werden, sonst kann man dieses Schleuderding da, ne? Kann man das nicht benutzen. Oder nur richtig schlecht. Also welche Geschwindigkeit, also Momentum kann man aufbauen und so weiter, fliegt das Ding und das ist gut. Und danach kommt Suicide King, die ich erst heute in meinem privaten Spielstand geschafft habe. Aber ich denke mal, fürs nächste ist wieder ein bisschen random dran. Vielleicht machen wir auch mal The Lamp mit einigen Charakteren. Vielleicht mal wieder mit Azazel. Ich finde den übelst langweilig. Ich mag Herausforderungen. Wenn ich was spiele, will ich danach entweder so, oh, gerade noch so geschafft, oder scheiße, Alter, so knapp. So muss dann rein für mich enden. So muss der enden. So, dass ich dann hier sitze und zittere. Entweder wegen Wut oder weil ich frustriert bin. Eins von beiden muss es sein, sonst hat das für mich keinen Sinn. Egal. Ich hoffe, dieser Run hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht mit Azazel, vielleicht mit Eve, Samson. Whoever the random is going to give us. English Master. Okay. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.